waren wohl, nehme ich an, eines der ersten deutschsprachigen Online-Magazine und wohl auch eines derjenigen, die am längsten die Sache durchgestanden haben. Besonders freut es mich heute auch, dass zwei Menschen hier sind, die sozusagen mit Schuld sind, dass es Telepolis in der Form überhaupt gibt und es an den Heise Verlag gekommen ist, der uns natürlich wirklich eine gute Stätte geboten hat und einen großen Freiraum geboten hat, den wir wahrscheinlich sonst nie irgendwo gefunden hätten, nämlich Herr Steingraus, den Geschäftsführer vom Heise Zeitschriftenverlag und Jürgen Fey, der sozusagen uns aus Luxemburg mit hier nach München geschleppt hat und uns die Möglichkeit geboten hat, hier überhaupt einzuklinken. Ich habe heute noch mal kurz nachgeschaut, wie wir angefangen haben. Wir haben etwa im Mai 96 natürlich. Sonst wären meine Haare wahrscheinlich auch noch nicht so grau geworden wie jetzt, wenn es nicht so lange gewesen wäre. Also 1996 und da haben wir pro Tag höchstens mal einen Artikel gemacht, meistens eigentlich so Ausgaben gemacht, so in der Woche 5, 6 Artikel, die sich dann so dahingeschleppt haben irgendwie. Also für heutzutage völlig unverständlich, wie man so langsam arbeiten kann und so eher so wirklich printorientiert arbeiten kann. Also da hat sich sehr viel verändert. Telepolis. Ich konnte es nicht mal aussprechen damals. Es war interessant und wir haben nach zwei Meetings, also über 3 Wochen, die mussten ein paar Zahlen dazu dichten. Wir haben das erste Mal versucht, also einen Businessplan aufzustellen für 3 Jahre. Florian Nutze mit Zahlen, das haben wir vorhin gehört, das kann er nicht so richtig. Aber wir haben es gewagt und inzwischen haben wir von einem Experiment, das war die Aussage von Jürgen Fey damals, es wäre ein Experiment, ein Magazin online zum allerersten Mal. Wir haben etwas geschafft von einem Experiment zu einem Leitmedium hier in Deutschland, etwas, was seinesgleichen eigentlich sucht, von einer kleinen Mannschaft, sehr dediziert, sehr leistungsstark. Und wir sind sehr, sehr stolz bei Heise, dass wir also dieses Magazin nach wie vor im Programm haben. Ich freue mich außerordentlich, dass ich hier bin. Es ist mir eine große Ehre, meine ich auch ernst. Und möchte gerne eine kleine Lobrede loswerden. Fachleute sprechen von der 3. industriellen Revolution. Wenn sie darauf aufmerksam machen wollen, welche kolossale Bedeutung das Computerzeitalter hat, im Alltag erkannte man die 3. industrielle Revolution, als es losging, unter anderem daran, dass im Supermarkt an den Bananen, obwohl jeder Mensch weiß, was eine Banane ist, nun auch noch in fetter Matrix gerasterter Schrift und in Großbuchstaben Bananen auf dem Etikett stand. Auf diese Weise stellte der Computer in der Lagerverwaltung unter Beweis, dass er sein Geld wert ist und ebenfalls weiß, was eine Banane ist.